Ist eigentlich die Frage, trifft er gegen Barcelona? Das wäre noch eine Wette, aber davon ist auszugehen. Sieg Berlin, einfach weil ich von Schalke gar nichts halte. Sehe einige Tore. 4, was? 4-1 für Liverpool. Ja, was für Tipps. Und so in diesem Kaliber geht es jetzt auch am 12. Bundesligaspieltag weiter, meine lieben Freunde. Richtig gehypt. Let's go, Bundesliga, let's Let's go. go! Let's go. Auf geht's, Radek, weiter. Ja, danke. Smash den Like-Button und es geht los mit dem Spiel Werder Bremen gegen Hertha Berlin am Freitag. Und wie gerade gesehen, der Chris Custodian hat dieses Spiel der Hertha gegen Schalke ja richtig prognostiziert, meine lieben Freunde. Und dementsprechend bin ich jetzt auf seine Einschätzung für das Bremen-Hertha-Spiel gespannt. Ja, war der erste Heimsieg seit langem für die Berliner und Freddy Bobic will es mehr Siege sehen. Bremen jetzt mit einem kleinen Dämpfer, 3 Spiele in Folge nicht gewonnen, da zweimal strittige Situation auch vom Schiedsrichter im DFB-Pokal raus. Mein Gott, who cares? Gewonnen hätten sie ihn eh nicht und Bundesliga ist halt einfach mal Brot und Butter. Und genau mit diesem Brot und dieser Butter werden sie jetzt punkten gegen Berlin, da bin ich mir sicher. Sie sind mit 2:12 fairer Favorit. Mit der Quote. Schwierig, das anzuspielen, schwierig, aber ich glaube nicht, dass Hertha jetzt hier gewinnt. Da lege ich mich fest. Und dann ist die Frage, Radek, unentschieden, Sieg oder was siehst denn du da bei dem Spiel? Ich sag Ergebnis 2:1 Werder. Für mich ein klassisches Unentschieden. Die Quote auf Unentschieden mit 3,8 auch attraktiver. Auf Werder zu setzen macht keinen Sinn. Vor allem Hertha, hast du ja gesagt, ist wirklich top in Form. Die haben nur ein Spiel in den letzten 5 oder 6 verloren und das war gegen Leipzig. Da kann man schon mal verlieren. Deswegen würde ich hier nicht auf eine formschwache Werder-Mannschaft setzen, die eine schlechte Quote hat. Im Gegenteil, also ich würde eher sagen, Unentschieden hat Value oder vielleicht sogar härter, aber würde ich jetzt auch nicht. Deswegen, mir gefällt die Unentschieden-Quote, aber mein Tipp eine 1:1. Und dann haben wir ja die Bayern in der Liga, so lala, international die besten, wo gibt, dank Erik-Maxim Choupo-Moting, der jetzt seinen zweiten Frühling erlebt bei den Bayern. Aber muss man auch mal sagen, ehrlich gesagt, wenn die mich vorne reinstellen würden, würde ich auch 20 Tore schießen. Ich meine, wenn du da diese Mitspieler hast, à la Musiala, Sané, der nicht, ich meine, der andere Sané, der von Liverpool kam und Mane Genau. heißt der. Die werden ähnlich geschrieben und ähnlich ausgesprochen. Aber ist egal. Also bei der Qualität brauchst du vorne, kannst einen Esel hinstellen und die schießen trotzdem 20 Tore, so wie ich das machen würde. Gegen Mainz, Mainz, höllenschwerer Gegner, kannst wenig gewinnen. Auf die Bayern, gegen die Bayern zu setzen, macht man nicht. Was sagst du dazu? Ich überlege gerade, würdest du sagen, dass Sandro Wagner auch den gleich guten Kader hingestellt bekommen hat? Ja, Weil, genau das Gleiche. aber der war ja nicht so wirklich gut bei Bayern, oder? Naja, da, Bayern war damals vielleicht auch schwächer, aber der hat ja auch immer getroffen, wenn er reingekommen ist. Mainz haben schon öfter mal Bayern ein Bein gestellt. Warum nicht auch in diesem Spieltag, damit es noch ein bisschen länger an der Tabellenspitze nicht heißt, der FC Bayern? Von daher mein Wunsch, dass es unentschieden ausgeht. Die Realität wird wahrscheinlich ein langweiliges 2:0 sein, weil irgendwann kann Bayern auch nicht mehr diesen Hau drauf Fußball spielen, den sie in den letzten Wochen gezeigt haben. Wird irgendwann mal wieder ein, zwei Ausfälle geben. Vielleicht gegen Mainz, vielleicht auch nicht. Quoten, da macht alles keinen Sinn. Ja, es ist schwierig. Also nochmal zu Bayern zu sagen, sie haben jetzt eine sehr krasse Siegesserie auch hingelegt, haben gegen Pilsen 2 Tore kassiert und gegen Augsburg im Pokal und gegen schwächere Gegner in der Champions League. Interessiert die nicht wirklich. Wenn es darauf ankommt, da hat die Defensive super Arbeit geleistet mit De Ligt und mit Upamecano jetzt gegen Barcelona tadellos und es wird schwer für Mainz. Also, was willst du da machen? Also, kannst nicht gegen Bayern tippen. Wenn, dann ist es reine Spekulation. Auch sogar ein beide Treffen, was sonst vielleicht eine Option gewesen wäre bei einer schwachen Bayern-Abwehr, ist im Moment keine Option, wenn Robert Lewandowski gegen sein Ex-Team, und der müsste ja wissen, wo die Lücken in dieser Abwehr sind, und wenn der es nicht findet, warum dann ein Johnny Burkhardt oder ein Ovemuela, Ovisino? Und deswegen schwierig. Also es wäre reine Spekulation und da will ich mich dr nicht dran beteiligen. Leverkusen überraschend einen Punkt geholt gegen Atletico und R Leipzig schlägt
Real, Gesundheit. Danke, extra nicht genießt, damit es nicht irgendwie YouTube oder den Computer smasht. Und Leipzig gegen, ja, nicht die B11, aber gegen nicht so allzu motivierte Madrilen gewonnen, was du auch erstmal schaffen musst. Und Leverkusen hat unentschieden geholt, nicht schlecht. Trotzdem kein dankbares Programm derzeit für den Alonso, weil er wird hier definitiv nicht Favorit sein. Die Quote ein bisschen unfair auf Leipzig, die ist mir ein bisschen zu hoch. Ja, viel aber zu hoch. Zu niedrig. Geht gegen Leverkusen, Mann. Die spielen zu Hause gegen Leverkusen, normal eine 1,1 oder so. Ja, es ist mir zum Wetten zu niedrig, für die Realität zu hoch. Macht es Sinn? Auf jeden Fall. Ja, würde mich freuen, wenn es 5-1 für Leipzig ausgeht. Ja, vor allem hast du noch im Champions-League-Video hast du noch Leverkusen so hingestellt, als wären das die komplett blindesten Leute, die noch nie Fußball gespielt haben. Ja. Und jetzt soll das für Leipzig, die ja wirklich unter Rose eine starke Serie hinlegen und nicht mal von Real Madrid, egal wer da spielt, sind immer noch bessere Spieler als Leverkusen hat, aus der Bahn zu werfen. Also ein 6-1. 1 gewinnt Leipzig, ne? Also das ist schon mein Tipp. Also ja, dafür ist doch eine 1,8er-Quote, super geil. Ja, aber nicht fürs Wetten. Für was dann? Würde ich kein Geld drauf setzen, weil dafür ist Leipzig dann halt teilweise vielleicht auch mit Ausrutschern dabei und Leverkusen, die finden ja auch offensichtlich mal einen Korn. Also für mich keine Wette, aber eine klare Sache. Ja, das ist dann dir überlassen. Ich finde es gut. Stuttgart gegen Augsburg, das ist ja auch irgendwo ein Südduell und da schüttelt er schon vielsagend den Kopf. Wiederum eine absolute Frechheit, diese Quoten für die Augsburger. Was müssen die denn noch alles machen? Klar muss man sagen, dass du, wenn du Leipzig nicht schlägst, wenn du 3-0 führst, dann wird's eher eng. Aber welche Argumente hat denn Stuttgart? Who the fuck ist Stuttgart hier, eine Favoritenquote unter 2 zu haben? Eine 1 vor dem Komma. Wir wissen, in der Bundesliga kann alles passieren. Und natürlich wird Stuttgart auch dieses Spiel gewinnen, weil die Buchmacher wissen wieder mehr, wie auch letzte Woche der 18. den 1. besiegt hat. Das kann passieren, aber es ist halt irgendwie so abwegig, weil Augsburg halt einfach wesentlich bessere Resultate hingelegt hat als Stuttgart. Also Value pur. Ja, Frechheit. Müsste 2-5 Sieg Stuttgart sein, 2-7 Sieg Augsburg, dann kann man sich nicht beschweren als Augsburger, aber so fühle ich mich ja verarscht als der FCA. Naja, macht ja nichts. Kann man ja einfach dann sagen, Double Chance Augsburg bei einer 2,06. Das muss man nehmen. Und wie schon letzte Woche, als ich gesagt habe, man muss auf Union Berlin setzen und es war die beste Wette des Spieltags. Klar, wenn der Erste gegen den Letzten spielt und der Erste eine Quote von 2,0 kriegt, dass die dann verlieren, das ist ja nicht meine Schuld. Das ist ja einfach nur die Schuld von Union Berlin. Und im Endeffekt, klar, habe ich natürlich auch hinzugefügt, das ist die größte Falle überhaupt. Schau dir das Video nochmal an. Aber es geht halt nicht drum, wie ein Spiel ausgehen könnte, weil dann musst du alle Ereignisse abdecken, sondern was am besten ist im Vergleich zur Quote. Und naja, das ist hier einfach ein Augsburg-Sieg oder Unentschieden da bei einer 2,06. Ja, Ergebnistipp ganz klar 1-1. Und falls Augsburg dann doch gewinnt, dann hast du sogar noch einen Verdoppler dabei. Also schon verrückt. Genauso verrückt aber, dass Wolfsburg immer noch so schlecht ist und Wolfsburg eine 1,7-Quote gegen den VfL Bochum hat, die jetzt mal zufällig gegen hier Union eben gewonnen haben. Und ich sage auch wirklich zufällig, weil das weiß doch keiner, warum das passiert ist. Bochum ist dieses Jahr wegen dem schlechten Start nicht mehr Erstliga-tauglich. Letztes Jahr haben sie nicht aus dem Druck rausgespielt, sondern waren auch so immer im guten Mittelfeld. Das beflügelt natürlich. Jetzt wissen sie, müssen sie punkten. Wolfsburg aber auch. Und dafür ist das Team jetzt einfach zu stark, um daheim gegen Bochum abzuschenken. Es wird 2-0 ausgehen und dann liegt es halt an dir, ob du sagst, nein, 7er-Quote oder Asian Handicap minus 1 kann man machen oder halt danke, nein, weil erstens Wolfsburg, zweitens Kovac. Absolut richtig in dieser Reihenfolge. Und Frankfurt gegen Dortmund, ein Duell zweier Champions League Teams, die beide einen tollen Auftritt unter der Woche hatten. Die Frankfurter haben gegen Olympique Marseille gewonnen, 2-1, und Dortmund hatte immerhin zu Hause einen Punkt gegen
Manchester City geholt gegen Ex-Stürmer Haaland, der in jedem der letzten Spiele mindestens 4 Tore geschossen hat. Nur jetzt gegen Dortmund, sein Ex-Verein, nicht. Hätte man fast darauf wetten können, dass sie ihm das Leben schwer machen. Wie auch Lewandowski nicht gegen die Bayern trifft, natürlich. Da haben die Verteidiger auch ein bisschen Ehre. In diesem Spiel finde ich die Quotenverteilung interessant, weil Dortmund sich ja mit diesem 0-0 gegen Manchester City, finde ich, auch noch nicht wirklich rehabilitiert hat. Auch dieses 5-0 gegen schwache Stuttgarter lasse ich nicht so gelten. Also ich bin immer noch ein bisschen nachtragend, dass sie da gegen Union Berlin nicht gewonnen haben, weil da hätten sie mal irgendwie auch in der Tabelle nach oben rutschen können, sind sie aber nicht. Sie sind dann bis auf Platz 8 runter und weil da alles so eng zusammen ist, ist Frankfurt jetzt Vierter vor Dortmund. Also ich finde auch ein klares Unentschieden, 1-1. Und deswegen kann man auch irgendwie Asian Handicap auf Frankfurt gehen. Unentschieden würde ich auch spielen. Gefällt mir, weil Frankfurt daheim echt gut ist, gegen Top-Teams vor allem. Dortmund muss auch mal gegen ein gleich gutes Team oder besseres Team in der Tabelle mal punkten. Siegen, das trauen wir ihnen jetzt nicht zu, dafür haben sie uns zu oft enttäuscht. Aber Fazit, krass, alle 4 Champions-League-Teams haben gewonnen bzw. unentschieden gespielt. Hat man auch selten, dass das passiert, oder? Ja, da war das doch ein gutes Wochenende. Unter der Woche meine ich, eine gute Champions-League-Partie. Und der nach wie vor Tabellenführer Union Berlin, als Tabellenführer schon 2 Spiele verloren, muss man hier hinzufügen, oder? Nee, 1. Irgendwie hatte ich noch ein anderes im Kopf. Das war aber, bevor sie Tabellenführer waren, gegen Eintracht Frankfurt. Jetzt gegen den Letzten verloren. Das zeigt irgendwie schon, dass Union Berlin halt einfach nicht ewig Tabellenführer sein kann und wird. Und diese Performance eine klare Overperformance ist, auch dem geschuldet, dass die Bayern halt einfach viel zu viele Punkte mal auf der Strecke gelassen haben und alle anderen Mannschaften sowieso nicht irgendwie Erster sein wollen und können aus Mentalitätsgründen. Und jetzt sind sie sehr klarer Favorit gegen Gladbach, was ich nicht so sehe. Genau, und sie spielen jetzt auch noch Euroleague, das heißt, da ist auch nur eine Doppelbelastung. Vor der Saison, oder wenn wir uns die Kader anschauen, und wir sind ja so ganz häufig auf Seiten der Gladbacher, die ja laut Kramer sogar gegen Frankfurt eine bessere erste Halbzeit gespielt haben, scheiße gelaufen, wenn du halt dann 3-0 hinten bist. Aber sie haben einen guten Kader, ein gutes Team, einen guten Trainer, das Gleiche kann man von Union sagen, aber alles ein bisschen schwächer, außer vielleicht der Trainer. Und deshalb, Radek, würde ich sagen, wenn man faire Quoten nimmt, dann sind es keine faire Quoten für uns. Und deshalb würde ich hier auf einen direkten Sieg für Gladbach gehen, bevor ich jetzt hier mit Asian Handicap rummache. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie für mich jedes zweite Spiel gewinnen gegen Union, ist schon hoch. Und dann hast du mit einer 3-8 eine echt fette Quote. Oder du sicherst dich halt mit dem klassischen Asian Handicap 0 ab oder so. Aber ich würde es hier einfach mal direkt auf Gladbach versuchen, weil Union schuldet uns Geld. Ja, das stimmt. Und wenn Gladbach hier nicht gewinnt, dann würde ich einfach so lange das Geld verdoppeln, bis Gladbach mal gewinnt, weil die werden früher oder später wieder gewinnen. Todsicheres Ding. Weil dass die Wahrscheinlichkeit, dass Gladbach jetzt hier 3 Bundesligaspiele in Folge nicht keinen Sieg drunter hat, ist ja auch sehr gering. Und genau. Man sieht ja, Gladbach ist einfach so eine wankelmütige Mannschaft. Die verlieren mal 5-1, dann gewinnen sie gern mal wieder 5-2 und so weiter. Also nach dem 1-3 gegen Frankfurt ist jetzt gegen Union Berlin einfach wieder ein klarer Sieg mit mindestens 2 Toren Unterschied drin, sodass man hier sogar sagen könnte, Gladbach Asian Handicap minus 1,5 ist eigentlich die cleverere Wette. Da kriegst du eine 7er-Quote. Am allercleversten. Sehr clever. Ob es bei Schalke gegen Freiburg so clever weitergeht? Asian Handicap minus 1 war auch eine 7er-Quote. Das macht man dann vielleicht noch besser. Schalke hat einen neuen Trainer. Das ist der größte Witz. Der Typ hat sich damit qualifiziert, dass er mit dem VfL Bochum, glaube ich, kein einziges Spiel gewonnen hat. Und da hat man sich gedacht, du, mit dem Kramer haben wir auch nicht so viel gewonnen. Das heißt, für den Reis wird das jetzt ganz einfach anzubohren zu sein, weil die Erwartungen sind eh so runter. Dann nehmen wir doch einfach den schlechtesten Trainer der letzten Wochen mit dem schlechtesten Punkteschnitt und erwarten, dass wir nicht absteigen, weil er sagte, das wäre ja ein Wunder. Das ist die, wenn es eine Chaos-Theorie gibt oder so, dann ist es genau das, was Schalke macht. Sei sau schlecht,
nimm den Trainer mit der schlechtesten Bilanz, der beim schlechtesten oder zweitschlechtesten Team gefeuert worden ist, und dann denkst du, du steigst jetzt nicht mehr ab. Der super bessere Schalke. Move, es gab schon mal einen besseren Move als Borussia Dortmund, den Trainer des Tabellenletzten 1. FC Köln, Peter Stöger, verpflichtet hat. Das war noch witziger, aber ich meine, ich finde es köstlich, wie du dich drüber amüsieren kannst, denn Reis ist ja immerhin der Trainer von einer Mannschaft, die in der vergangenen Saison Bayern München zu Hause 4-1 geschlagen hat. Also der war letztes Jahr der Trainer des Jahres schon fast, und klar hat er diese Saison einfach die Mannschaft nicht mehr so erreicht, und ein Reis ist auch zu höherem bestimmt, und jetzt hat er die Chance, das wieder zu zeigen, indem er bei Schalke das Ruder rumreißt. Also so. Fairerweise weiß ich gar nicht, wie das Bundesliga-Trainer machen, wenn sie für ein Job interviewen. Ist es dann so, die haben dann auch eine Präsentation und dann hier, schau mal, das und das sind meine Action-Steps, so halte ich die Leute accountable, bla bla bla. Und der Reis hat einfach nur die Siegeshalbzeit gegen Bayern vorgespielt, und dann hat der Ruben Schröber gedacht, so ich kündige. Den hat er gekündigt, und den Scheiß tue ich mir nicht an, und alle anderen haben gesagt, ja. Also du gehst eher davon aus, es gibt keinen Reiseffekt gegen Freiburg? No. 1,91 ist die Quote auf Freiburg, finde ich persönlich aber trotzdem zu niedrig. Also Reis hin oder her, Schalke wird früher oder später Punkte machen und auch vor allem zu Hause gewinnen. Das hat auch Fürth letzte Saison geschafft, und Freiburg ist für mich mit der Quote unter 2 nie eine Option. Auch wenn ich Freiburg geil finde und so, aber vor allem auswärts irgendwie unter 2 keine Option. Auf Schalke auch nicht, klar, brauchen wir nicht drüber reden, das hast du jetzt natürlich ausgeführt, ansonsten no bet. Was machst du denn dann als Christian Streich? Sagst du, Jungs, passt mit auf, wir spielen gegen die schlechteste Truppe der Bundesliga, die haben auch noch den schlechtesten Trainer dazu bestellt, ob Minus und Minus Plus, passt auf, ich weiß das nicht, ich finde es ganz, ganz schwierig, deshalb würde ich auch nicht auf Freiburg tippen. Vor allem sensationell ist ja halt auch, dass der Reis, als gefeuert wurde, als er letzter mit Bochum war, jetzt hat er einen neuen Verein und übernimmt wieder den letzten, weil sein anderer Verein aufgestiegen ist, seitdem er weg ist, also klar. So viel zum Thema Thomas Reis-Bashing. Also letzte Saison hat ja der Herr Leitl öfter bei uns angerufen, weil du ihn zu sehr kritisiert hast. Ich hoffe, der Herr Reis verklagt uns nicht gleich und wir hören von seinen Anwälten. Aber gut, Spiel haben wir noch. Köln gegen Hoffenheim, vielleicht ein bisschen ernsthafter jetzt hier. Die Quoten deuten auf ein Unentschieden hin. Köln ist ein bisschen runtergekommen in der Tabelle, nachdem sie ja stark gestartet waren, haben sie jetzt so richtig die Seuche, aber immerhin gegen Augsburg hat es zu Hause gereicht. Könnte das gegen Hoffenheim auch reichen? Normal nicht. Verteidigen tun sie nicht mehr ganz so gut, ne? Also wenn du mal schaust, 5 Tore kassiert gegen Mainz, 5 gegen Gladbach, 2 gegen Augsburg, das ist jetzt nicht so das Nonplusultra, aber um jetzt ein bisschen Zeit reinzuholen bei dem Video, 1-1. Ja, das, wie gesagt, hört sich nach dem Unentschieden an. Mal schauen, ob das auch eine 3-6, kannst nichts falsch machen. Ab einer 3-6er-Quote ist die Unentschieden-Wahrscheinlichkeit erhöht, das wissen alle. Und dementsprechend eine gute Unentschieden-Wette. Und wir fassen nochmal alle Top-Tipps an diesem Spieltag zusammen. Wir haben uns beraten und wir kommen auf diese Tipps. Der erste ist der Sieg der Leipziger gegen Leverkusen, Quote 1,83. Der zweite ist Double Chance auf den FC Augsburg beim VfB Stuttgart, Quote 2,06. Und dann haben wir noch einen Risikotipp auf Sieg Asian Handicap minus 1 Borussia Mönchengladbach, Simmerquote. Derjenige, der möchte, spielt das einfach nur mit einer Drittel- oder Viertel-Einheit ein oder geht All-In. Auf jeden Fall, diese Quote ist sehr, sehr spannend. Deshalb spielen wir sie, und Radek präsentiert euch jetzt die Unentschieden. Die Radek-Bets des Tages, das sind die Frankfurter gegen die Dortmunder, ein 1-1, Quote 3,75, und Köln gegen Hoffenheim, eine 3,6. Danke fürs Zuschauen, das war's für diese Woche. Hinterlasst gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Die Frage, was ist deine Lieblingswette an diesem Spieltag, mein Junge? Möchtest du damit starten, lieber Radek? Ich sag gerne, dass ich davon überzeugt bin, dass Gladbach zumindest nicht gegen Union verliert. Deswegen würde ich hier ein Asian Handicap 0 auf Gladbach gehen, und da kriegst du immer noch eine 2, irgendwas Quote, genau. Weil das ist gut genug, 2,5 sogar. Boah.
Wäre auch meine Lieblingswette. Einfach, egal ob es passiert oder nicht, die Quote ist einfach unmäßig, unverhältnismäßig hoch. Cool, danke, bis dann. Servus.